Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Elder Scrolls Online. Ja, in der letzten Folge ging es ja darum, dass noch die Friedensverhandlungen durchgeführt werden müssen. Und ich wollte aber vorher noch mal eben mit den beiden anderen sprechen. Ihr seid schon seltsam, Söldnerin. Einerseits helft ihr einer Meereselfin Rache zu nehmen. Andererseits zerschmettert ihr böse Druidenkönige. Ganz zu schweigen davon, dass ihr die Inseln vor dem Vulkan gerettet habt. Ich bin mir nicht sicher, was ihr auf dem Festland so zu essen bekommt, doch ich will auch etwas davon. Stefan. Welche Wunder ihr geschafft habt, meine Freundin. Ihr habt die Anführer der drei Allianzen gerettet, den Orden der Emporstrebenden aufgehalten, den Feuersang besiegt, Fürst Baccaro getötet und geholfen, den Vulkan zu besänftigen. Was ihr wohl als nächstes tun werdet? Friedensverhandlungen einleiten. So, Druidin Laurel. Fürstin Arabelle meinte, sie könnte euch entbehren und ich weiß die Hilfe zu schätzen. Bevor Free von Fürst Baccaro entführt wurde, gab sie mir etwas und sagte mir, was für den Fall des ausbleibenden Rückkehr zu tun ist. Ich dachte, Free wäre nur vorsichtig, doch ich glaube, sie ahnte alles schon. Was denkt ihr, was Free wusste? Dass sie nicht wiederkommen würde. Free gab mir einen Beutel mit Erde, sagte, er wäre besonders, dass sie ihn als Teil des eigenen Daseinszwecks vorbereitet hatte. Ihr erinnert euch vielleicht, wie Free immer wieder darüber sprach. Auf jeden Fall bat sie mich, etwas zu tun. Worum bat Free euch? Sie bat mich, zum Ausblick nördlich von Glimmerbergsee zu gehen. Dort sollte ich die Erde aus dem Beutel verstreuen. Das habe ich versprochen und das würde ich gern mit euch gemeinsam tun. Ich glaube, dass Free gewollt hätte, dass ihr ein Teil davon seid. Werdet ihr mir helfen, meine Freundin? Ich treffe euch am Ausblick nördlich vom Glimmerseeberg, Laurel. Hier, nehmt diesen Beutel mit Erde. Es gibt auf dem Aussichtspunkt einen wunderschönen Baum. Groß und majestätisch. Ich glaube, er ist der perfekte Ort, um Fries Wünsche zu ehren. Ich treffe euch dort. Ist die Erde in diesem Beutel irgendwie besonders? Free sagte, sie habe viel Zeit mit der Vorbereitung verbracht. Dass der Beutel ein Teil von Free sei. Ein Teil von Galen. Ein Teil der Druiden. Ich weiß nicht, ob sie das wörtlich oder im übertragenen Sinn meinte. Es war nicht immer leicht, Free und die Gepflogenheiten eines Naturgeistes zu verstehen. Gibt es sonst noch etwas, was ich über den Baum wissen sollte? Free genoss es, unter ihm zu sitzen. Ich glaube, sehr spürte eine Verbindung zu ihm, doch ich bin mir nicht wirklich sicher. Die Wege der Naturgeister sind sehr anders als die Dinge, die ich kenne. Free meinte, ich soll die Erde verstreuen. Und ich glaube, dass dies der ideale Ort ist, um das zu tun. Ja, dann machen wir uns doch mal auf, würde ich sagen. Wenn ich genau wüsste, wo das wäre. So, am Glimmerseeberg sind wir schon mal. Beziehungsweise an dem Wegschrein. Oh, Hallöchen. Allerdings bin ich falsch rumgelaufen, weil ich wollte eigentlich hier über die Brücke drüber. Boah, über die man nicht drüber kommt, wenn man nicht springen kann. Okay. Alte Frau tut sich da etwas schwer. Irgendwo dahinter müsste das sein. Ah, Hallöchen. Das nehmen wir doch gerne an. Das ist der Baum. Free mochte ihn wirklich sehr. Geht und verstreut die Erde an seinem Fuß. Ich war sicher, dass etwas geschehen würde. Doch das ist wundervoll. Freundin, lasst mich euch sagen, was Free getan hat. Habt ihr gesehen, was geschehen ist, meine Freundin? Was Free uns bat, mit dem Beutel Erde zu tun? Es ist ein Wunder. Das müsst ihr mir erklären, Laurel. Natürlich. Nach allem, was ihr für uns getan habt, vergesse ich immer noch manchmal, dass ihr keine Druidin seid. Free hatte eine besondere Verbindung zu den heiligen Samen. Sie nutzte Sess Macht als Naturgeist, als Seher, um etwas von dieser Magie in diese Erde fließen zu lassen. Und das bedeutet? Es bedeutet, dass die heiligen Samen nicht fort sind. Dass die Insignien des Druidenkönigs zurückkehren werden. Eines Tages. Bis dahin müssen wir diesen Baum beschützen. Ich werde dafür sorgen, dass alle Zirkel es wissen. Wir werden einen Weg finden, es gemeinsam zu tun.
Meint ihr, man kann allen Druidenzirkeln vertrauen? Vertrauen ist der Anfang von allem. Doch wir müssen erst noch die Ältesten versammeln und einen neuen Draui verbilden. Danach spreche ich die Sache an. In der Zwischenzeit werde ich Zwiesprache mit dem Baum halten. Mit den wachsenden Samen. Und ich werde hier sein, wenn sie endlich erblühen. Gibt es noch etwas, wobei ich euch helfen kann, Laurel? Ich glaube, das ist alles, meine Freundin. Danke noch einmal, dass ihr geholfen habt, Fries bitte zu ehren. Ich hoffe, sehr findet Frieden und Glück im Vulkan. Jedenfalls glaube ich, dass ihr jetzt nach Hochinsel zurückkehren solltet. Ich weiß, dass Fürstin Arabelle gern mit den Verhandlungen beginnen würde. Gibt es irgendwas, was wir für Fries tun können? Fries hat sich entschieden. Ohne dieses Opfer hätte keiner von uns den Ausbruch des Vulkans überlebt. Ich werde die Zeit finden, den Feuersangberg zu besuchen. Zwiesprache mit dem neuen Geist des Vulkans zu halten. Manchmal antworten gebundene Geister. Manchmal nicht. Ihr meint nicht, dass Fries mit euch sprechen wird? Fries wird mit mir in Verbindung treten, sofern dies möglich ist. Doch jede Geisterbindung ist anders. Manche können frei sprechen, andere können nur Eindrücke teilen. Und dann gibt es jene, die mehr oder weniger schlummern, so wie Fries Vorsess Erweckung tat. Naja, aber letztendlich schlummerte sie ja doch nicht mehr. Was ist denn das jetzt hier? Hat sie jetzt hier so eine Art, nee, keine Aloe Vera, aber sowas Ähnliches von den Blättern her wachsen lassen? Ja, dann würde ich sagen, dass wir uns mal eben diese Kiste hier holen, die gerade so im Weg rumsteht. Na? Und auch das Ahnenkraut. So. Und dann machen wir uns auf zum Alraunen Herrenhaus, um... Jetzt habe ich ihren Namen schon wieder vergessen. Um die Fürstin, Fürstin ist es, glaube ich, ne? Fürstin Arabelle, genau, wiederzusehen. Bis gleich. Ich versichere es euch, Fürstin Arabelle. Ich bin mehr als je zuvor der Friedensmission der Liga der Standhaften verpflichtet. Ich bin froh, euch das sagen zu hören, Hauptmann. Ah, gut, dass ihr wieder da seid. Und alle gucken sie mich wieder an. Hauptmann Marguerite und ich hatten gerade ein sehr erhellendes Gespräch, meine Teure. Abgesehen von seinen Ablenkungsmanövern hielt Fürst Baccaro seine heimlichen Umtriebe mit dem Orden der Emporstrebenden wohl von den Betätigungen der Liga der Standhaften getrennt. Ja, das hatte ich ja bereits in der Folge davor vermutet, weil warum hätte sie uns sonst den Schlüssel zum Keller geben sollen? Seid ihr überzeugt davon, Fürstin Arabelle? Ja, meine Teure, das bin ich. Hauptmann Marguerites Ruf ist makellos und ich gehe bereits ihre Hauptbücher durch. Alles scheint in Ordnung zu sein. Ich werde jemanden holen, der gründlichere Ermittlungen anstellt, doch die Liga hat zu viel Gutes getan, um sie nun einfach aufzulösen. Sind wir nun bereit für die Friedensverhandlungen? Fast. Die Vorbereitungen laufen auf dem Eiland aller Flaggen, doch ich habe eine Aufgabe für euch. Ich möchte, dass ihr Graf Stefan, Druidin Laurel und Druidin Rüvana zu den Gesprächen einladet. Sie verdienen es, eine Stimme bei den Vorgängen zu haben. Kapitän Sagi und Kaska auch. Aber da war ich doch gerade. Wieso konnte ich die nicht dann schon einladen? Ihr wollt, dass Sagi und Kaska an den Friedensverhandlungen teilnehmen? Ich glaube, Sagi und Kaska sollten auch sehen, wie sich die Verhandlungen entwickeln. Doch daran teilnehmen? Oh, große Güte, nein, meine Teure. Also ladet Graf Stefan, Laurel und die anderen ein. Und erinnert Graf Stefan daran, dass ich mich auf Haus Monar verlasse, um für zusätzliche Sicherheit zu sorgen. Wo kann ich all diese Leute finden? Graf Stefan wird im Castell Monar sein. Druidin Laurel sollte im Rankenviertel von Vastyr sein. Sagi ist wahrscheinlich am Anleger hier in Gonfalon. Und Druidin Rüvana ist in ihrer Werkstatt hier auf Hochinsel, etwas westlich der Stadt. Ja, und Kaska? Erzählt mir mehr über die Friedensverhandlungen. Wir versuchen, die Anführer der drei Allianzen schon seit Beginn dieser ganzen Affäre an einen Tisch zu bekommen. Die Verhandlungen werden von der Liga der Standhaften finanziert. Es gibt keine Garantien, doch das ist unsere beste Gelegenheit, den Krieg der drei Banner zu beenden. Ich dachte jetzt eigentlich, die meint das jetzt in Bezug darauf, wie es jetzt aktuell läuft oder wie sie sich gerade verhalten oder so. Was geschieht, wenn die Anführer von Fürst Baccaros Verrat erfahren?
Ich werde keine Geheimnisse vor Großkönig Emmerich und den anderen haben. Doch ich werde sie drängen, die Verhandlungen zu Ende zu führen, trotz ihres nicht sehr ehrenhaften Auftakts. Das ist eine wirkliche Chance auf einen dauerhaften Frieden. Und ich habe verflucht noch einmal vor, das auch umzusetzen. Ja, dann würde ich sagen, ich mache mich mal auf, die Leute einzuladen. Mach die Sprung bereit, loszusegeln, wenn Königin Eiren es wünscht. Die Sprung ist bereit. Ich könnte zur Abwechslung etwas Ruhe brauchen. Ihr wart wohl etwas zu voreilig, Casca. Seht, wer da ist. Was soll das denn bitte heißen, ja? Immer wieder ein Vergnügen, Fünfkralle. Doch ihr habt die Neigung, Sagi Ärger zu bringen und mehr Arbeit. Also, was ist es dieses Mal? Ein Perjite-Kult? Vampirarmeen aus dem tiefen Untergrund? Was? Fürstin Arabelle hätte gerne, dass ihr und Casca an den Friedensverhandlungen teilnehmt, als Beobachter und Wachen. Sagi und Casca sind eingeladen? Nun, wie nicht anders zu erwarten. Nach allem, was Sagi getan hat, ist es nur natürlich, dass er alles beobachten soll und für die Sicherheit der Königin und der anderen sorgen. Aber Casca auch? Wirklich? Nun gut, wenn Fürstin Arabelle darauf besteht. Wir sehen euch auf dem Eiland aller Flaggen, Sagi. Sagi und Casca brechen auf der Stelle zum Eiland auf. Und wir werden einen Teil der Mannschaft der Sprung mitbringen. Ein paar mehr Wachen können nie schaden, ja? Meint ihr, die Friedensverhandlungen haben eine Chance auf Erfolg, Sagi? Es gibt immer eine Chance, Fünfkralle. Es mag eine sehr, sehr kleine sein. So klein, dass man sie mit bloßem Auge kaum sehen kann. Doch es gibt sie nicht desto trotz. Dieser hofft aber, dass es klappt. Der Krieg ist ein schreckliches Geschäft. Tja, kommt drauf an, für wen. Ihr kommt gerade rechtzeitig, Fünfkralle. Wir sind auf dem Weg zur Sprung. Sagi will, dass sie bereit ist, jederzeit in See zu stechen. Wird Königin Eiren nicht warten, bis die Friedensverhandlungen abgeschlossen sind, bevor sie in See sticht? Ja, aber laut Sagi hat die Königin grässliche Laune. Er meint, sie wird den Anker lichten und die Gespräche verlassen, sobald das erste Mal etwas Dummes über Emmerichs oder Irnskars Lippen kommt. Daher unsere plötzliche Umtriebigkeit. Okay, ja, dann machen wir uns mal auf zum nächsten. Schmeckt nur das Aroma, Leute. Lauren. Bei der Fäule. Wir müssen einen Weg finden, damit die Zirkel zusammenarbeiten können. Die Angezeiten sind gewillt, doch wir haben noch keine neuen Anführer gewählt. Und wir misstrauen dem Feuersang noch immer. Der Feuersang ist sich seiner Fehler bewusst. Wir erwarten keine Vergebung, doch wir wollen die Gelegenheit, es wieder gut zu machen. Ich verspreche, unser nächster Anführer wird weniger forsche Bestrebungen zeigen. Fäule und Verdammnis. Die Druidenzirkel dazu zu bringen, sich auf irgendetwas zu einigen, ist schlimmer als Faune hüten. Doch ihr seid nicht hier, um euch um meine Probleme zu kümmern. Diesmal nicht. Was kann ich für euch tun, meine Freundin? Fürstin Arabelle möchte, dass ihr die Druiden von Galen bei den Friedensverhandlungen vertretet. Wirklich? Nachdem ihr mein Verhandlungsgeschick schon selbst erlebt habt? Halt. Ihr meint das ernst? Nun, warum nicht? Ich will auf jeden Fall das Beste für meine Leute. Und vielleicht kann ich ja noch etwas lernen, wenn ich den Anführern der Allianzen zusehe. Ich nehme gern teil. Gut, wir sehen euch auf dem Eiland aller Flaggen. Und nur unter uns gesagt, die Gespräche zwischen den Druidenzirkeln laufen gar nicht so schlecht. Ich verliere nur manchmal die Geduld. Ich will, dass alles sofort passiert. Doch Blumen blühen, wenn sie dafür bereit sind, nicht wahr? Wie kommen ihr und Graf Stefan miteinander aus, Laurel? Was? Hat Stefan etwas gesagt? Was genau fragt ihr da? Graf Stefan und ich vertragen uns gut. Wir kamen nie besser miteinander aus. Und wenn es euch recht ist, würde ich darüber gerade lieber nicht sprechen. Das bestätigt die Annahme, die ich schon eine ganze Weile hatte, was zwischen den beiden laufen könnte, sagen wir es mal so.
ob jetzt tatsächlich was zwischen denen läuft oder schon gelaufen ist oder noch laufen wird, das kann ich euch jetzt natürlich nicht sagen. Wobei ich natürlich gerne mein Mäuschen spielen würde. Grab Stefan. Das Mäuschen ist da. Hauptmann Marguerite hat ihr Wort gehalten. Lasst diese Vorräte sofort verteilen. Sofort, Graf Stefan. Freundin, willkommen zurück im Castel Morna. Fürstin Arabelle hat mir gesagt, ich kann Hauptmann Marguerite vertrauen. Soweit so gut. Die Liga der Standhaften hat ihre Hilfsmaßnahmen wieder aufgenommen und seitdem läuft es wieder glatt. Doch, was führt euch nach Galen, meine Freundin? Fürstin Arabelle möchte, dass ihr Galen bei den Friedensverhandlungen vertretet. Ja. Und welche Rolle könnte ein kleiner Graf bei Gesprächen spielen, die über das Schicksal von ganz Tamriel entscheiden werden? Nein, vergebt mir, meine Freundin. Es ist einfach nur sehr viel in letzter Zeit. Natürlich nehme ich teil. Soll ich etwas für Fürstin Arabelle tun? Sie hat auch darum gebeten, dass ihr ein Kontingent der Ritter des Hauses Monar mitbringt. Ah, ja. Nach all diesem Ärger ist eine solche Bitte nicht überraschend. Nun gut, sagt Fürstin Arabelle, dass Graf Stefan an den Friedensverhandlungen begleitet von einem Kontingent seiner besten Ritter teilnehmen wird. Reicht das? Vollkommen. Wir sehen euch auf dem Eiland aller Flaggen, Graf Stefan. Wie mein Vater trotz der ständigen Parade an Bittstellern und Anfragen jemals etwas geschafft hat, werde ich nie verstehen. Oder wie das Erzdruide Raval gelang. Jetzt weiß ich, wie es sich anfühlt, wenn alle ständig um die eigene Aufmerksamkeit buhlen. Ja, so ähnlich wie eine Mutter, die mehrere Kinder hat, ne? Ist es wirklich so schlimm, der Graf zu sein, Stefan? Nein, es ist nicht alles schlimm. Anstrengend ja, aber auch lohnend auf seine eigene Weise. Wisst ihr, ich treffe wirklich gern Entscheidungen, die den Leuten helfen. Und ich habe sogar die Adligen und Druiden dazu gebracht, sich an einen Tisch zu setzen. Einmal. Vielleicht werden meine Pläne doch erfolgreich sein. Nun gut, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, wer jetzt die letzte war, aber ich denke mal, das ist die andere Druidin gewesen. So, unverbündete Nummer 4. Eine schöne Überraschung. Du bleib doch stehen. Die hat nur Augen für Funke. Aber kann ich verstehen, die ist eine zauberhafte Katze. Was führt euch so rasch wieder hierher, meine Freundin? Nicht noch eine Gefahr für den Archipel, hoffe ich. Fürstin Arabelle möchte, dass ihr die Steinlehre-Druiden von Hochinsel bei den Friedensverhandlungen vertretet. Ich bin weder eine Älteste noch eine Erzdruidin. Sollte Fürstin Arabelle nicht einen von ihnen einladen? Die meisten überlebenden und erfahrenen Mitglieder des Zirkels sind tief in Gespräche über den Drauife verstrickt. Wohl anderen sagt ihr, dass ich teilnehmen werde. Gut, ich sehe euch auf dem Eiland aller Flaggen. Ich bin erfreut, dass Fürstin Arabelle daran dachte, die Druiden des Archipels in die Friedensverhandlungen einzubeziehen. Wie ihr gesehen habt, reichen die Ereignisse auf dem Festland selbst bis an unsere fernen Ufer. Doch ich wünschte, es stünden Erzdruiden oder Älteste für diese Aufgabe zur Verfügung. Habt ihr Interesse daran, eine Älteste oder eine Erzdruidin zu werden, Rivana? Vielleicht eines Tages, doch ich bin viel zu jung, um Älteste genannt zu werden. Findet ihr nicht? Und Erzdruidin, das ist keine Ehre, die man einfach so erhält. Nur Druiden von eindrucksvoller Präsenz und Macht erreichen je einen solchen Rang. Werde ich eines Tages dazugehören? Wir werden sehen. Naja, ich sag mal, sie hat ja schon einiges jetzt auch für den Stamm getan. Nun gut, wir sehen uns gleich im Eiland wieder. Oh, Hallöchen. Was machst du denn hier? Ich fühle mich hier ein wenig überfordert. Die Medaillons, die ich vorbereitete, haben so viel Ärger gemacht. Und dann scheiterten auch noch die magischen Schutzzauber, die ich in der Gedenkhalle wirken half bei der Abwehr des Magus. Und nun soll ich meine Bemühungen auf die Diplomatie ausrichten? Ja, sollst du. Keine Ahnung, warum sie den gleichen Text hat wie beim letzten Mal, als wir sie gesehen haben, aber okay. Hier drüben, meine Teure, es ist Zeit, dass die Konferenz beginnt. Ja, ich stehe vor dir. Ich sehe, dass alle eingetroffen sind. Gut gemacht, meine Teure. Und ich habe auch meinen Teil getan. Die Anführer der Allianzen sind bereits unten.
Hatte die Schwierigkeiten dabei, die Anführer herbeizubringen? Ach, das übliche Hin und Her. Ich habe nur meine natürliche Ausstrahlung spielen lassen und ihnen körperliche Gewalt angedroht. Die Anführer wollen allerdings mit euch sprechen, falls ihr bereit seid, dieser Bitte nachzukommen. Für eine Beschwerde oder warum? Natürlich. Ich würde gern mit den Anführern der Allianzen sprechen. Im Keller hat sie gesagt, ne? Die haben sie weggesperrt. mal gucken. Achso, die stehen hier einfach so. Okay, fangen wir mal links an. Fürst Baccaro ein Bösewicht? Abtrünnige Ritter, die mit Druiden zusammenarbeiten? Und was war das von wegen Meereselfen? Der Besuch auf diesem Archipel war eine andauernde Überraschung. Ich schulde euch eine Menge, meine Freundin. Ihr habt mein Leben und mein Reich gerettet. Euer Reich gerettet? Ich habe die Druiden des Archipels zu lange ignoriert. Die wenigen, denen ich über die Jahre begegnet bin, wirkten, nun, eigentümlich, exzentrisch. Ich dachte, ihr Beharren auf dem Festhalten an den uralten Wegen wäre harmlos. Doch ich hatte die dunklen Wurzeln ihrer Tradition vergessen. Dunkle Wurzeln? Die Würdinnen von Hochfels halten sich aus der Politik heraus. Doch die Druiden vergangener Tage waren da von einer anderen Sorte. Sie nutzten furchterregende Magie, um über die frühen Bretonen zu herrschen. Entweder ganz unverhohlen oder von hinter den Kulissen aus. Und sie hüteten ihre Macht eifersüchtig. Wollt ihr die Friedensverhandlungen fortsetzen? Warum denn nicht? Ich bin schon so lange hier. Was machen da ein paar Tage mehr aus? Ob schon das bretonische Vermächtnis eine dunkle Seite haben mag, zeigt es doch auch Tapferkeit und Hingabe. Falls Iron und Irnska reden wollen, tue ich es auch. Doch ich frage mich, ob Fürst Baccaro die richtige Idee hatte. Meint ihr, Fürst Baccaro hatte recht? Oh, nicht in Bezug auf die ganze Sache mit dem emporstrebenden Fürsten und dem Mord. Doch hinsichtlich der Suche nach jemand anderem außer uns, der auf dem Thron sitzen sollte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Iron und Joren einwilligen würden, sich mir willentlich zu beugen. Und mir geht es genauso. Wir müssen einfach sehen. Kompromisse finden, das wäre mal ein guter Anfang. Da seid ihr ja. Und die Heldin des Tages, wieder einmal. Ich wusste, dass wir mit dem Orden der Emporstrebenden nach dem Angriff auf dem Eiland aller Flaggen noch nicht fertig waren. Doch ich hätte mir nie vorstellen können, dass es Fürst Baccaro war, der uns verraten hat. Ja, doch, so einen leisen Schimmer hatte ich da doch. Reist ihr nun nach Windhelm zurück? Das ist es, was mein Vater erwarten würde. Doch ich habe das Gefühl, als wäre ich hier noch nicht ganz fertig. Nichts aus meinen Anweisungen deckt ab, was bisher geschehen ist. Und Fürst Baccaros Verrat zieht die Unantastbarkeit selbst dieser Friedensgespräche in Zweifel. Dann sind die Friedensverhandlungen also gescheitert? So würde ich das nicht sagen. Ich kam hierher, um einen Auftrag zu erledigen, und ich glaube, er ist noch immer durchführbar. Ich habe vor, dem Skaldenkönig mitzuteilen, dass ich bleibe. Zumindest sofern auch Emmerich und Iron einwilligen. Fürst Baccaro mag uns getäuscht haben, doch ein Frieden ist nach wie vor möglich. Wird Jorun, der Skaldenkönig, diese Entscheidung gutheißen? Er wird nicht glücklich darüber sein, wie ihn Fürst Baccaro manipuliert hat. Doch wenn ich ihm erkläre, was hier vorgefallen ist und was ihr getan habt, meine Freundin, wird er meine Entscheidung unterstützen. Er ist wirklich ein ausgezeichneter König, mein Vater. Doch verratet ihm nicht, dass ich das gesagt habe. Königin Iron. Ich denke gern, dass ich mich nicht leicht täuschen lasse. Doch ich hätte mir in 1000 Jahren nicht träumen lassen, dass Fürst Baccaro der geheime Anführer des Ordens der Emporstrebenden war. Niemand sprach sich redegewandter für einen dauerhaften Frieden aus als er. Werden die Friedensgespräche trotzdem noch stattfinden? Die Enthüllung, dass diese Gespräche nur Teil des Plans des emporstrebenden Fürsten waren, die Macht an sich zu reißen, gestaltet dies als schwierig. Doch soweit ich das zu sagen vermag, sind die Absichten der Liga der Standhaften tadellos. Und ich glaube, Fürst Baccaro könnte sich selbst überlistet haben. Sich selbst überlistet? Inwiefern? Baccaro wollte sich als würdig erweisen.
uns zeigen, dass er vom Blut und von den Umständen her am besten dazu geeignet war, auf dem Thron zu sitzen. Stattdessen haben Emmerich Irnsgar und ich durch seine Taten als der emporstrebende Fürst gelernt, dass wir tatsächlich zusammenarbeiten können. Dann glaubt ihr also, dass Frieden immer noch möglich ist? Ich denke schon, ja. Ich bin zu der Auffassung gelangt, dass Emmerich und Irnsgar den Frieden genauso dringend wollen wie ich. Und ich bin bereit herauszufinden, wohin diese Diskussionen führen werden. Wir werden vielleicht nicht zu wirklichen Ergebnissen kommen, doch ist nicht allein die Möglichkeit die Mühe wert? Ich denke, dem ist so. Eure Aufmerksamkeit, bitte. Ich finde immer noch, dass es die klareste Fürstin Arabelle bittet darum, dass sich hier alle im Empfangssaal anschließen. Achso, da oben ist er. Freundin, sprechen wir. Machen wir, wenn ich es wieder eingeschaltet habe. Endlich haben wir einen Augenblick für uns. Ich wollte mit euch sprechen, bevor Fürstin Arabelle die wichtigen Geschäfte fortführt. Worüber wolltet ihr sprechen, Graf Stefan? Ich wollte... Verdammt, in meinem Kopf lief das besser. Ich war noch nie so gut darin, meine Meinung zu sagen, wie mein Vater es war. Oder Erzdruide Raval. Das war ein Redner. Entschuldigt, ich plappere vor mich hin. Lasst mich noch einmal von vorn anfangen. Vielen Dank für alles, meine Freundin. Ihr müsst mir nicht danken, Graf Stefan. Lasst diesen Unsinn. Ich muss mich selbstredend bei euch bedanken. Ihr habt uns alle gerettet. Was wäre ich für ein Graf? Was wäre ich für ein Freund? Wenn ich euch nicht sagen würde, was mir das bedeutet, was ihr für uns getan habt. Ich danke euch. Gut, ich habe euch genug eurer Zeit gestohlen. Ich weiß, wie viel Fürstin Arabelle daran liegt, die Friedensgespräche ins Laufen zu bringen. Wir reden später weiter. Geht jetzt zu Fürstin Arabelle und sagt ihr, dass alles bereit ist. Sie kann anfangen. In Ordnung, ich spreche mit Fürstin Arabelle. Ich finde diesen Hai ja immer noch krass, ne? Aber den gibt's auch fürs Housing. Habe ich jemals erwähnt, wie sehr ich öffentliche Ansprachen verabscheue? Es widerstrebt einfach meiner Ausbildung als Spionin und Agentin des Königs. Ich soll wichtige Gespräche belauschen und nicht im Mittelpunkt stehen. Ach, nun ja, vor all dem will ich etwas mit euch teilen. Das müsst ihr nicht tun, Fürstin Arabelle. Doch muss ich. Da wir die Angelegenheit mit Fürst Baccaro und dem Orden der Emporstrebenden nun zu Ende bringen, möchte ich, dass ihr wisst, wie viel eure Hilfe mir bedeutet hat. Nehmt dies als Bezahlung für Dienste weit jenseits des Erwartbaren. Jetzt habe ich eine Ansprache zu halten, meine Teure. Und wir erhalten einen gesteckten Heilstab vom Set Hintergassen-Gourmet, einen Monturstil Biedenhänder des emporstrebenden Fürsten und einen Fertigkeitspunkt. Wir stehen hier heute wegen Fürst Baccaro. Durch das, was er durch die Liga der Standhaften zusammenführte und durch das, was er als der emporstrebende Fürst herbeiführen wollte. Anstatt uns zu teilen, anstatt uns zu besiegen und zu erobern, hat er uns gezeigt, was möglich wird, wenn wir Seite an Seite arbeiten. Und durch den Mut und das Opfer vieler der hier Versammelten, sowie das des Naturgeists Free, haben wir alles überstanden und waren schlussendlich siegreich. Und nun sage ich zu unseren königlichen Gästen, ehren wir unsere Freundin. Und dann lasst die Verhandlungen beginnen. Unsere Freundin ist weit über ihre Pflichten hinausgegangen. Ich ernenne sie zum Champion des Bündnisses. Nicht so schnell, Emmerich. Ich ernenne sie zum Champion des Dominions. Dann ernenne ich sie zum Champion des Pakts. Eure Majestäten, bitte. Das passt doch alles gar nicht auf die Medaille. Einigen wir uns einfach auf Champion der Allianzen, oder? Oh, sehr gut. Damit kann ich leben. Wenn ihr darauf besteht. Das war cool. Okay. Ja. Wir haben ja eigentlich mit den meisten gesprochen. Er wollte eigentlich nochmal mit mir sprechen, aber... Ich nehme an, ihr stürzt euch nach der Sache hier direkt ins nächste Abenteuer? Nehmt mich mit. Ich weiß nicht, ob ich bereit bin, die Verantwortung zu tragen, die mein neuer Titel mit sich bringt. Ihr würdet die Herrschaft über Haus Monarch wirklich aufgeben? Nein, das würde gegen den Willen meines Vaters verstoßen.
und gegen den von Erzdruide Raval. Aber es wäre schon verführerisch, sich einfach eine Richtung auszusuchen und loszugehen. Aber es gibt hier auf dem Archipel mehr als genug Herausforderungen. Und ich glaube, ich freue mich sogar, mich ihnen stellen zu dürfen. Meint ihr, ihr werdet die beiden Seiten eures Vermächtnisses je miteinander vereinbaren können? Die beiden Seiten meines Vermächtnisses? Meint ihr damit, dass Bretonen Halbelfen sind, oder sprecht ihr von meiner Erziehung als Adliger und als Druide? Wie dem auch sei, da gibt es nichts zu vereinbaren. All das ist ein Teil von mir. Es macht mich zu dem, der ich bin. Ich will alles gleichermaßen nutzen. Wird Taos Munar eine größere Rolle beim Regieren der Systrin übernehmen? Ich habe mehr als genug damit zu tun, Galen wieder aufzubauen und für bessere Beziehungen zu den Druiden zu sorgen. Aber ich glaube nicht an die Fehde, die Adelshäuser der Systrin seit Jahren plagt. Wenn Hochinsel Hilfe braucht, dann wird Taos Munar helfen. Und was ist mit Druidin Laurel? Nach allem, was passiert ist, kann ich mich euch wohl anvertrauen. Ich werde Druidin Laurel bitten, hier in Vastyr zu bleiben, mir als Kontakt zwischen der Stadt und den Druidenzirkeln zu dienen. Und wenn wir die Zeit finden, unsere alte Freundschaft neu erblühen zu lassen, nun, wir werden sehen. Freundschaft, ja, ja. Dies ist der Teil der Geschichte, den ich am meisten hasse. Wenn es an den unausweichlichen Abschied geht. So sehr ich es auch vermeiden möchte, so habe ich doch die Angewohnheit, an den Leuten zu hängen, mit denen ich zusammenarbeite. Deshalb werde ich euch ganz besonders vermissen, meine Teure. Was steht für euch als nächstes an, Fürstin Arabelle? Mein Kontrakt mit der Liga der Standhaften endet erst, wenn die Friedensverhandlungen abgeschlossen sind. Und wer weiß, wie lange die Anführer der Allianzen einander anschreien werden, da sie nun endlich begonnen haben. Danach ein wenig reisen, ein wenig schreiben, ein wenig Zeit zum Entspannen. Meint ihr, diese Gespräche können den Krieg der drei Banner beenden? Ganz ehrlich, ich bin mir nicht sicher. Ich hoffe, Emmerich und die anderen können sich einigen. Für meinen Geschmack wurde schon mehr als genug Blut vergossen für den Rubinthron. Aber leider obliegt die Entscheidung nicht mir. Doch ich glaube, dass es eine Chance gibt. Dank euch. Sucht ihr euch ein neues Mysterium, das ihr lösen könnt? Da muss ich selten suchen, meine Teure. Diese Mysterien finden mich. Allerdings hätte ich gern ein wenig Zeit, mich von diesen Strapazen zu erholen. Meine alten Knochen sind nicht mehr so elastisch wie früher. Und ich möchte dringend jemanden finden, mit dem ich ein oder zwei Flaschen trinken kann. Versteht ihr? Mhm. Hoffentlich welche, die nicht vergiftet sind. Was ist mit Ermittlerin Vala? Ist es das, was ihr schreiben werdet? Diese Beschuldigungen, dass ich insgeheim die Autorin kitschiger Romane bin, gehen mir langsam auf die Nerven, meine Teure. Offenbar wird das nächste Vala-Buch von einem unwahrscheinlichen Ort, einer neuen Romanze und einem wahrlich epischen Bösewicht handeln, habe ich zumindest gehört. Mhm. Hat sie also gehört. So, so. Ja, dann würde ich sagen, bevor noch mehr Gerüchte aufkommen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen. Und wenn ich mich nicht vertue, dann... Ich meine, hier ist jetzt wirklich die Hauptstory zu Ende. Das wollte ich nur kurz erwähnt haben, weil ich das jetzt schon zweimal gedacht habe. Und wenn ich mich nicht täusche, dann müssten wir uns in der nächsten Folge im Prolog zum Kapitel Necrom wiedersehen. Und ja, mal sehen, wie lang die Hauptstory war. Ich habe es jetzt nicht mehr so im Kopf. Aber wenn wir mit Necrom durch sind, werde ich dann hoffentlich auch nahtlos anschließen können auf das neue Kapitel. Irgendwas mit golden irgendwas. Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Was in 2 Wochen, 3 Wochen rauskommt. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ich glaube, Anfang Juni kommt das Ganze raus. Sollte dazwischen allerdings ein bisschen Zeit liegen und ich habe doch schon die ganze Hauptstory aufgenommen, dann kann es sein, dass mal ein paar Tage nichts kommt, weil ich würde dann nämlich schon gerne mit der Hauptstory vom neuen Kapitel weitermachen direkt. Ja, ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen und wie gesagt, wir sehen uns dann in der nächsten Folge im Prolog zu Necrom wieder. Bis zur nächsten Folge. Ciao!
Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.